Inside, das Brose Baskets TV-Magazin, Ausgabe 12. Freaks, servus, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute einmal hier aus Bambergs Innenstadt, denn wir müssen einem zeigen, wie schön unsere Domstadt ist. Wenn man da mal nach hinten schaut, Klein Venedig, so stellt man sich das vor. Und wir müssen es unserer Nummer 23 beweisen, dass Bamberg die einzig wahre Stadt ist, denn Casey Jacobsen hat, man möchte fast sagen, natürlich ein Angebot vom FC Bayern München bekommen. Wie das zustande kam und vor allem, was jetzt passieren muss, dass Casey wirklich hier in Bamberg bleibt, all das jetzt. Casey Jacobsen, gerade eben 30 geworden, Kapitän der Brose Baskets und wichtig. Nicht nur, weil er in den entscheidenden Phasen Verantwortung übernehmen kann, sondern weil er der verlängerte Arm des Trainers ist. Sein Wort hat Gewicht innerhalb der Truppe. Casey Jacobsen gehört zu Bamberg. Hier hat er seine größten Erfolge gefeiert. Hier hat er erst kürzlich sein bestes Ergebnis in einem Bundesligaspiel erzielt. 29 Punkte, darunter 9 Dreier. Viel besser geht's kaum. Casey Jacobsen ist Fanliebling. Die Freaks lieben ihn und haben genug Gründe gesammelt, warum er nie und nimmer zum FC Bayern gehen darf. Casey muss in Bamberg bleiben, weil er nicht bei den Bayern diese Atmosphäre hat wie hier in Freak City. Und hier in Freak City lieben wir ihn, in Bayern ist er nur einer von vielen. Weil einfach das Herz in Bamberg bei ihm ist. Der lebt hier in Bamberg, hier spielt er richtig auf. In Berlin ist er kaum rausgekommen, war sehr oft verletzt und alles. Und das ist halt hier in Bamberg nicht der Fall gewesen. Und er hat auch entscheidende Punkte für uns gemacht. Und es wäre auch ganz gut, wenn er bei uns bleiben würde. Ja, schon für die ganze Mannschaft ist es wichtig, weil er ist irgendwo der Rückhalt. Er ist ja nicht bloß Team-Captain, sondern er ist es auch. Und der Casey, der reißt halt die Leute mit und das braucht man halt normalerweise. Und dazu, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er nach München geht. Ich meine, gut, mit dem Bauermann selber, das ist halt auch so eine Sache. Der Kontakt ist ja da von früher her noch, aber ich hoffe, dass er da bleibt. Dirk Bauermann selbst sagt zu dem Thema, dass er nichts sagt. Keine Namen, keine Spekulationen. Fakt jedoch ist, den Anruf bei Jacobsens Agent, den gab es schon. Die Anfrage ist also da. Einzig, die Entscheidung steht noch aus. Casey selbst sagt aber, er will unbedingt in Bamberg bleiben. Ja, der muss da bleiben, es ist ein Bamberger. Wir dürfen keinen weglassen, wir müssen alles halten hier. Und zwar, dass die natürlich irgendwie kommen und bohren natürlich hier in Bamberg an. Weil wir sind in Bamberg, ist eine gute Basketballmannschaft. Und da ist natürlich Aufmerksamkeit da. Aber der Höhne soll doch Geld und einen Rückhalt, der soll halt woanders weg holen und nicht von den Bamberger. Wir brauchen unsere Leute und dürfen auch keinen fortlassen. Und das Bamberg ist auch so ein schönes Städtchen. Und was jetzt gemacht worden ist, alle zusammengeholfen. Wir haben jetzt in der Stecherarena keine Niederlage, das ist einmalig. Und wenn er nach München geht, da wird es mit Sicherheit nicht so laufen wie bei uns hier. Eingespielte Sache. Er muss bleiben. Der Rückhalt aller ist da, das gesamte Umfeld will, dass Casey bleibt. Normalerweise werden Vertragsgespräche jetzt noch nicht geführt. Allerdings, bei ihm gibt es eine Ausnahme. Nee, ich glaube, bei Casey ist ein Sonderfall. Meistens zu diesem Zeitpunkt warten wir bis zum Saisonende, weil das jetzt bisher nichts passiert ist. Aber Casey ist ein Sonderfall. Sind wir schon in Gesprächen mit ihm und ich glaube, es sieht sehr gut aus. Es ist grundsätzlich so, dass wir uns, das haben wir auch gelernt in den letzten Jahren, nicht durch andere Situationen hier treiben lassen, sondern es war ganz klar so, dass wir immer gesagt haben, auch Chris Fleming, wir wollen den Casey hier in Bamberg halten. Er ist eine absolute Figur mit Leadership, der hervorragende sportliche Leistungen bringt, aber die Mannschaft auch hervorragend führt, dessen Familie hier unglaublich gut herpasst und er natürlich auch den Erfolg nach Bamberg gebracht hat. Und insofern war es für uns eigentlich klar, schon in den letzten Wochen, dass wir ihn unbedingt in Bamberg halten wollen. Und jetzt bin ich mal optimistisch, dass wir das auch schaffen. Ein Pluspunkt, die Familie hat in Bamberg ihre neue Heimat gefunden. Die Tendenz ist also gut, dass Casey Jacobsen in Bamberg bleibt. Mein Bauchgefühl sagt auch, er wird definitiv hier in der Domstadt bleiben. Das allerdings ist Zukunftsmusik. Wir blicken jetzt mal kurz zurück in die Vergangenheit, was los war in den letzten zwei Wochen abseits des Parketts. All das jetzt kurz und kompakt für euch zusammengefasst. Ab nächstem Schuljahr gibt es eine noch engere Kooperation zwischen den Brose Baskets und der Bamberger Lütpoldschule. Sie wird nämlich Modellschule Basketball. Die Schüler haben nun von der ersten Klasse an die Möglichkeit, Basketball zu spielen. Ja, es bedeutet natürlich, dass wir jetzt die Chance haben, hier von außen Schüler zugewiesen bekommen hier. Und zwar Basketball hier, man sieht es ja schon an diesen wenigen Beispielen hier, dass es Spaß macht, dass es die Kameradschaft fördert, dass sie also voll dabei sind hier
und auch überhaupt das Bewegungsgefühl fördert halt. Und Brose Basket sind Bamberg natürlich sowieso wichtig hier, dass wir gleich mal hier vielleicht den einen oder anderen Nachwuchs hier ranziehen können hier. Auf jeden Fall ganz toll, dass Brose Basket hier einsteigt und uns da unterstützt hier und wir als Modellschule natürlich da zusammenarbeiten können. Die Sportbild hat die Brose Baskets mit dem ersten Preis im Sportbild Ligabarometer ausgezeichnet. Mit einer Gesamtnote von 1,85 stehen die Baskets bei dieser deutschlandweit durchgeführten Fanumfrage in der Zuschauergunst ganz oben. Gratulation! Der Brose Baskets Business Club zu Gast bei Michelin. Der internationale Reifenhersteller öffnet für die Mitglieder seinen Produktionsstandort Hallstatt. Das Werk wird 1971 gebaut. 950 Mitarbeiter produzieren dort jährlich 7,3 Millionen Pkw-Reifen. Aber wie passen denn Reifen und Basketball jetzt eigentlich konkret wirklich zusammen? Basketball und Reifen, das passt zunächst einmal auf den ersten Blick nicht so einfach zusammen. Aber Michelin engagiert sich als Unternehmen in der Region, übernimmt Verantwortung in der Region, in Projekten und in der Unterstützung vor allem der Jugendarbeit. Die Förderung der Jugend, auch im Sport. Michelin steht für Sport, Michelin steht für Competition im Französischen, für Leistungssport, vor allem im Rennsportbereich. Aber auch darüber hinaus engagieren wir uns gerne in der Jugendarbeit. Da passt Michelin und Brose Basket sehr gut zusammen, denn wir unterstützen die Jugendarbeit seit einigen Jahren. Einmal mit den Profis trainieren. Für rund 50 Kinder in Haßfurt ist dieser Traum jetzt Realität geworden. Die Brose Baskets luden zum Stars Day und viele begeisterte Kids kamen. Für so junge Menschen und kleine Kinder oder Jugendliche ist es unvergesslich. Ich weiß, ich war genau mal in dem Alter und auch großer Basketballfan. Und wenn ein Basketballprofi irgendwo in der Nähe war, dann waren es für mich Idole. Und genauso ist es für die jungen Menschen hier und es ist ganz, ganz wichtig. Die Bemühungen um den Nachwuchs scheinen sich zu lohnen. Mit David Heidrich hat es bereits ein Haßfurter ins Jugendkonzept der Baskets geschafft, ist sogar Nationalspieler. Für die Profis der Baskets sind solche Tage übrigens keine normalen, keine lästigen PR-Termine. Vielmehr freuen sie sich immer, wenn sie mal nicht nur Autogramme schreiben dürfen. Das ist ganz lustig. Also wenn man sagt ihnen auch mal was, wie sie es besser machen können und versuchen es alle irgendwie auch umzusetzen und man merkt dann wirklich am Ende, wir haben jetzt glaube ich gerade mal ein paar Minuten, wo wir dann eine bestimmte Sache trainieren, aber danach am Ende versuchen die es, also schaffen die es auch sehr gut, das eigentlich auch umzusetzen. Daher, die Brose Baskets kommen wieder nach Haßfurt, versprochen. Kurz Werbung, jetzt hier bei Inside dranbleiben lohnt sich aber, denn anschließend zeige ich euch mal, wie denn die Brose Baskets trainieren, wenn der Trainer vielleicht mal nicht mit dabei ist. Und zu gewinnen gibt es natürlich auch noch was. All das gleich. In ist drin.de, die Singlebörse mit Herz, hilft Ihnen, Ihren richtigen Partner zu finden. Flirten, daten, Freunde treffen. Oder für eine feste Partnerschaft. InIstDrin.de. Flirten, treffen, sich neu verlieben mit www.inistdrin.de. Toller Tag. So kriegst du sie doch nie rum. Sag was über ihre Haare. Du hast Haare. Na toll. Danke. Oh, so wird das doch nie was. Oh. Oh. Na also, geht doch. Endlich. Neu, Cornetto Enigma. Entdecke den leckeren, weichen Schokokern, umhüllt von cremigem Vanilleeis mit knusprigen Mandelstückchen. Cornetto Enigma. Entdecke, was drin ist. Damen, Herren, Kinderbekleidung. Aktuelle Trendoutfits und exklusive Marken aus eigener Herstellung. Hochwertige Qualität für einen erstaunlich günstigen Preis. Gigantische Verkaufsfläche von 5500 Quadratmetern. Hier findet jeder auch für besondere Anlässe garantiert die passende Garderobe. Murk. Wachenrot, direkt an der A3 Nürnberg-Würzburg. Unserem Service sind keine Grenzen gesetzt. Ihr Einrichtungshaus Philipp in Bamberg, direkt am Berliner Ring. Am
mir kommt so leicht keiner vorbei. Und an der Autowelt König auch nicht. An einer Autowelt König kommen auch Sie nicht vorbei. An der in Ihrer Nähe. Autowelt König. Autos sind unsere Welt. Zurück bei Inside, dem Brose Baskets TV-Magazin. Weiter geht's natürlich mit dem nächsten Top-Ereignis nach dem Spiel am kommenden Wochenende bei Alba Berlin. Natürlich, es ist Top-Vorzeit in Bamberg. Und da habe ich mich mal unter Kollegen umgehört, was die denn dem Brose Baskets bei eben diesem Top-Vor alles zutrauen. Und ohne zu viel vorne wegzunehmen, alles andere als der Titel wäre dann doch eine kleine Enttäuschung. Ich denke, dass Bamberg vor heimischem Publikum auf jeden Fall den Titel holen sollte. Man, es wird zwar schwer im Halbfinale gegen die Adlin Dragons, aber man, so wie die Bamberger bisher gespielt haben, stellt sich da für mich keine Frage, dass sie das Spiel gewinnen und am nächsten Tag im Finale vermutlich die Frankfurter auch, gegen die Frankfurter auch, das Spiel für sich entscheiden und ihren Titel verteidigen. Ich denke, dass die Chancen vor allem vor heimischem Publikum in Freak City sehr gut stehen. Wobei ich die Adlin Dragons momentan für einen sehr gefährlichen Gegner halte und einfach der Meinung bin, dass das Samstagsspiel das alles Entscheidende sein wird. Wenn aber das Samstagsspiel gewonnen wird, dann? Glaube ich ganz fest an den zweiten Pokalsiegertitel in Folge. Ganz gute Chancen. Bamberg gewinnt. Gewinnt das Halbfinale gegen Adlin und gewinnt daheim. Pokalsieg hundertprozentig. Was macht dich so sicher? Ja, die Spielweise das ganze Jahr, wie die auftreten, also die sind voll motiviert, gehe ich davon aus, und die gewinnen das relativ sicher. Also ich bin überzeugt davon, dass die Bamberger den Titel verteidigen können als Pokalsieger. Die Gegner sind zwar nicht ganz vom Pappe, aber vor eigenem Publikum in der gefürchteten Frankenhölle glaube ich, dass die Bamberger haushoher Favorit sind. Übernächstes Wochenende, 2. 3. April ist es soweit, dann also steigt das Top 4 in der Bamberger Stechert Arena und am Samstagabend dann natürlich das erste große Halbfinale, die Brose Baskets gegen die Adlin Dragons. Solltet ihr noch keine Karten haben, dann entweder sputen oder aber jetzt exakt mir eine E-Mail schreiben an brosebaskets@tvo.de. Wir haben nämlich noch mal 2x2 Wochenendtickets für das Top 4. Viel Glück dabei. Wir blicken aber noch mal kurz zurück in die Vergangenheit in der letzten Woche. Da war nämlich mal eine Trainingseinheit, die war bestimmt davor so von Coach Chris Fleming nicht geplant gewesen. Gewonnen hat übrigens Casey Jacobsen und da sind wir ja dann auch wieder beim Anfang der Sendung. So viel Spaß wie in dieser Truppe wird Casey beim FC Bayern wohl definitiv nie haben. In diesem Sinne, euch jetzt einen schönen Abend. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder und dann hoffentlich mit der Pokalsiegerausgabe. Bis dahin, ciao, servus.